Dir ist zu warm in dein Zimmer und du möchtest die Zimmertemperatur um 5 Grad senken? Kein Problem. Ich zeig dir in den nächsten Minuten, wie es geht. Um die Zimmertemperatur merklich zu senken, muss die Sonneneinstrahlung weggehalten werden. Denn sobald die Sonneneinstrahlung einmal durch die Scheibe durch ist, ist die Wärme im Raum und es kommt zu den bekannten warmen Innenräumen. Also musst du dafür sorgen, dass dein Sonnenschutz auf der Außenseite der Scheibe liegt. Das ist häufig leichter gesagt als getan, denn draußen eine Markise anbringen oder ein professionelles Verdunklungsrollo ist in der Regel nicht möglich. Ich habe eine relativ einfache Lösung entwickelt, die du eigentlich an jedem Fenster, sowohl bei dir in der Mietswohnung als auch im Büro, verwenden kannst. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Spannbettlaken, was ich über das Fenster ziehe. Dabei nutze ich, dass nahezu alle Fenster ihre Anschlusspunkte in den äußeren Ecken haben. Und mit den Haltern umgehe ich genau diesen Punkt. Meine Lösung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, schreib mir einen Kommentar.